Ey Bruder, geh weg vom Handy, Mann. Folge jagt mich am Start, ey. Kümmere dich mal drum, ja, um die Zuschauer. Mach mal Intro, was ist los mit dir? Seid gegrüßt draußen, liebe Zuschauer. Was für ein Intro. Und zwar bin ich heute unterwegs mit dem guten Franklin. Und zwar habe ich ihm ein ganz spezielles Auto gegeben. Ihr habt es vielleicht auch schon im Thumbnail gesehen. Er gönnt sich mal heute einen fetten BMW M4 GTS Liberty Walk. Und das, sage ich euch, ist eine Wahnsinnskarre. Das ganze Modell wurde gemacht von R-Mod Customs. Ein sehr bekannter GTA-Fahrzeugmodder aus der Szene. Und das hier ist ein Update von der aktuellen Version. Wurde hochgeladen heute, wo ich aufnehme, also am 27.12. Sehr, sehr geiles Fahrzeug. Gab einige Fixes, wie zum Beispiel LEDs hier vorne, den Lichtern wurden gefixt. Gab einige RGB-Optionen, die neu gemacht wurden. Also ein Monster-Auto und damit werden wir uns heute mal beschäftigen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und es gibt noch ein kleines Feature, wonach viele gefragt haben, das seht ihr aber gleich. Ja, was wurde sich da wohl gewünscht, fragt ihr euch. Natürlich ist es der C4-Mod, der Mini-Nuke-Mod. Er ist wieder da, Leute. Ich habe ihn wieder installiert und heute werden wir sehr viel Spaß haben mit diesem Fahrzeug und dem C4-Mini-Nuke-Mod. Ich werde aber trotzdem mal kurz hier in die West Coast Customs Garage reinfahren, weil ich dann doch Bock habe mit euch. Hallo? Achso, kann ich da nicht ich will kurz reinfahren? Weil ich Bock habe mit euch mal ein bisschen das Fahrzeug anzugucken. Das ist einfach zu schade, das nicht zu tunen oder zumindest die Teile anzuschauen. Und wo kann man das geiler machen als hier drin in der Garage? War ich schon lange nicht mehr hier drin in dieser sehr, sehr nicen Customs-Geschichte. Also Panzerung gönnen wir uns mal auf jeden Fall, würde ich sagen. Rein mit der Kohle. Bremsen gönnen wir uns auch. Rennbremsen. Fahrgestell auch. Oh, seht ihr das mit Roll Cage? Auch sehr geil. Nehme ich. Oder? Warum auch nicht? Motor, klar. Mega Power. Auspuff. Die Anlage, Leute. Sehr, oh, Chromauspuff, ich finde die beiden, die vier Änderungen auch sehr, sehr, passen Tennisbälle rein, oder? Damit kann man doch bestimmt Maiskolben wegschießen. Gönnen wir uns. Kotflügel. Man kann auf beiden Seiten die Panels ändern, sehe ich das gerade richtig, ja? Ich sehe aber gar kein GTS Interior Side Panel Left. Ist wahrscheinlich, ist innen, hier steht Interior, seht ihr das? Das ist ja Innenraum, dann bräuchte ich es erstmal nicht. Motorhaube. Auch sehr geil. Ich glaube, ich nehme sogar die zweite. Den GTS-Hood gefällt mir sehr gut. Hupe. Was nehmen wir denn? Fortlaufend. Nee. Nee. Melodie. Tonleiter will keiner. Klassische Hupe. Gibt es irgendwas Geiles, was ein bisschen zu... Hallo? Jetzt habe ich die traurige Posaune, oder was? Polizeihupe, let's go. Lichter, Scheinwerfer. Die sehen beide ziemlich gleich aus, oder? Xenon? Ist es standardmäßig anscheinend Xenon hier? Neon Kids? Mal gucken, was es hier so gibt. Ich glaube, wir nehmen einfach alles. Gleich mal alles vollballern. Was passt denn gut zu schwarz? Ich würde fast sagen, wir bleiben bei weiß. Hat irgendwie Style, finde ich. Die Scheinwerfer haben wir auch gemacht. Nummernschild ist mir egal. Lackierung gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Primärfarbe. Ich würde sagen, wir gehen auf Perle. Lass mal richtig schön perlen hier den Kram. Oh, geht nicht. Dein Fahrzeug benötigt zuerst ein Metallic. Ah, okay. Oh, Leute, ey. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Metallic kommt schon richtig geil, oder? Boah, auch hier. Silber it is. Dann Perleffekt. Wow. Puh, alter Schwede. Das sieht echt schön aus, ey. Ahorn, was nehmen wir denn? Oh, boah, dieses Blau, dann Ultrablau ist ja echt krass, Mann. Das ist ja mal richtig geil, ey. Sekundärfarbe nehmen wir auch Metallic. Auch cremeweiß. Seht ihr das hier hell lila innen drin? Ich komme gerade gar nicht klar drauf. Bei der Primärfarbe habe ich jetzt Perleffekt gemacht. Bei Metallic könnt ihr nochmal schauen. Nee, wir lassen es bei. Wir lassen es so, wie es ist. Dann würde ich auch fast nochmal zu den RGB-Farben gehen. Wir waren bei Lichter. Neon Kids, dann machen wir eher blau, ne? Als Unterboden.
Elektrisch blau. Sieht geil aus. Gefällt mir richtig gut, ey. Auch der Überrollbügel mit den Farben ist richtig pervers. Lackierung, Dach. Was haben wir denn auf dem Dach hier drauf? Ein paar Flügel, auch nice. Nehmen wir. All combined, let's go. Ein Spoiler. Haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, wir übertreiben mal. Oh, auch krass. Carbon und Carbon-Lippe. Sieht so richtig... Boah, der ist aber auch stark, ey. Liberty Works. Schwer. Der ist halt völlig übertrieben. Ach, wir machen übertreiben heute mal. Federung, ganz klar, wir gehen... Wir machen auch Straße. Übertreiben müssen wir mal nicht. Getriebe, Renngetriebe. Ach, da übertreiben wir wieder Turbo. Na, logisch. Was für eine Frage. Jetzt kommen halt die Reifen dran. Der Felgentipp, ich würde fast sogar sagen, ich lasse die so, wie sie sind. Reifenmuster, kann ich das ändern? Ne, da brauche ich auf jeden Fall Reifenverbesserung. Nehmen wir auf jeden Fall schusssichere Reifen, das ist ganz, ganz wichtig. Und Reifenqualm, kann man mal schauen. Blau, ich glaube, ich nehme mal hier blau. Das passt vielleicht ganz gut zu unserer aktuellen Farbe, so. Dann Fenster, ein bisschen Tönung muss sein. Verspiegelt, Limousine, auch geil, ne? Wobei ich finde, dann sieht man überall Bügel besser, wenn wir die offen lassen. So finde ich es echt gut. Ey, sag mal, was haben wir denn aus der Karre gemacht jetzt? Was, also, ich habe schon lange nicht mehr so viel Zeit hier beim Tune verbraucht, wie hier gerade mit der Karre. Aber ist die mal nicht pervers geil? Jetzt würde ich fast sagen, das Wetter ist ein bisschen unpassend, deswegen würde ich sagen, wir nehmen mal hier Extra Sunny. Bam! Und jetzt wird die Karre auch in der Sonne richtig gut aussehen. Ja, da kann man gar nichts sagen. Wir schauen uns hier nochmal in Ruhe an. Ich muss die jetzt ein bisschen zelebrieren, Leute, tut mir leid. Aber sau geil, ey. Was ein Monster. Was ein absolute... Was für ein... Für ein boah. Diese Perllackierung hier ist auch wirklich... Ja, das kostet Geld, sage ich euch. Alles klar. Los geht die wilde Fahrt. Aber echt wirklich nur geil, die Karre. Im Übrigen, wir haben ja gesagt Mini-Nuke, ja. Dann fangen wir mal damit an. Wobei, warte mal, wir sind ja gerade schon an der Nuke vorbei, oder? Da Haftbombe. Ab geht die wilde Fahrt. Das könnte echt gefährlich. Ich würde sagen, wir... Ja, das Fenster braucht sowieso keiner. Das haben die alle gesehen, ne? Ich würde mich mal fast ein bisschen verstecken. Was machen denn die Cops da? Ich habe nichts gemacht. Komm, Bus, fahr mal schneller. Warum fährt denn jetzt davon so langsam? Ich will jetzt nicht mit drauf gehen. In meiner geilen Karre. 3, 2, 1, go. Wow. Wen habe ich denn jetzt weggesprengt? Das ist der Typ hier in der Lackiererei. Oh no, das ist die Killcam. Die Killcam sprengt alle Leute weg. What the fuck, wo ist denn mein Auto gelandet? Mitten im Zaun. Okay, für die Mini-Nuke. Wow, ich hänge hier voll fest, ey. Ey, habe ich jetzt mein Auto in den Zaun geschrottet oder was? Okay, aber zum Glück, wir haben ja hier... Mr. Magic ist ja auch am Start. Jupp. Ah, warte mal. Was macht der Bruder denn hier? Können wir dem auch C4 ins Fahrrad klemmen? Ist einfach nicht hängen geblieben. Wir probieren es mal aus. Fahren wir schneller hier. Trainieren wir deinen fetten Arsch. Nee. Will nicht. Sollte aber auf jeden Fall mal abhauen. 3, 2, 1. Boah, okay, das ist ein bisschen ätzend so. Die Killcam macht das Ganze ein bisschen kaputt. Oh nein, habe ich mich selbst gekillt? Nein. Boah, aber trotzdem sieht es krass aus. Da unten rechts, dass die Grafik so abspackt, liegt an dem Tacho, den ich habe. Nicht wundern. Holy, wow, no! Okay, 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 okay. Holy shit, holy shit. Nein, 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 nicht explodieren, nicht explodieren. Karre, jetzt hältst du aus. Let's go. Boah, die Mini-Nuke ist ja völlig krass, ey. So, was mir gerade einfällt. Ich habe, glaube ich, Godmode und Never Wanted an. Tut mir leid. Oh, shit, ey. Meine Karre hat's auch schon ein bisschen zerlegt. Aber die Mini-Nuke ist wieder da. Okay, ich merke schon, wenn ich die Mini-Nuke benutze, kann ich die Killcam nicht benutzen, weil dann... Wow, diese Karre, die fährt sich ja richtig krass. Weil dann kann ich die ja gar nicht benutzen, so richtig. So, dann würde ich sagen, machen wir mal einfach so ein bisschen Unfug hier auf der Straße. Oh. Ich treffe nichts. Komm schon, Ralf. Alter, bin ich da bescheuert, ey? Ey, was ist das? Oh Gott. Ja, ich sehe schon. Ja. Machen wir lieber so. So, Killcam und? Keine Killcam.
Der denkt sich bestimmt auch so. Uncool, was macht denn der da? No, 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 au, au! Alter, warum gibt denn der Gas? Ich hab eine Knarre dann, spinnst du? Ey, verrückte Leute gibt's hier in dem... ohne Scheiße. Hat gerade irgendwer auf mich geschossen? Oder ist gerade noch irgendwas explodiert, ey? Boah, mieser Schuss auf den Kopf, ey. Aua, das tut weh, ey. Das sieht auch nicht gesund aus, ey. Einzelschuss mit der Knarre ist schwer, ey. Zeit so loszufahren, würde ich sagen. Drei Sterne haben wir. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich auch einen 5-Sterne-Mod drin mit Militär, Leute. Okay, die Karre ist auf jeden Fall heftig, Mann. Die geht richtig ab. Let's go! Sprung! Yeah! Und Frontflip! Nein, nein, nein! Drehen, 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 drehen. Und dann jetzt ruhig bleiben. So ist gut. Nice, nicer Jump auf jeden Fall. Ich habe einen Helikopter bei mir. Wo ist er denn? Ich sehe nicht da. Na gut, da haut ich mich wieder rein. Sie sehen mich nicht, weil ich jetzt hier hochgesprungen bin. Auch nicht schlecht. Schön hier drunter mal durchfahren. Ah, wobei kurz hier stehen. Oh, da sind die Kopf schon wieder. Wow, 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 ganz schön aggro. Ah, es sieht immer mies aus so mit dem Blut. Wow, der Typ ist aus dem Auto ausgefallen. Habe ich gerade rausgeschossen, habt ihr das gesehen? Wow, 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 hinter mir sauber, ne? Und was schießt er eigentlich mit der Tech 9 oder was ist das? Wow, 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 nein, 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 da reif nicht drauf gehen. Land gewinnen, ne? Da war ich ganz knapp vom Sterben. Seht ihr es unten links? War gerade rot. So, wir bleiben mal hier ein bisschen am Hafen, würde ich sagen. Oh no, ich bin hängen geblieben. Da habe ich gar nicht mich einigermaßen gut verschanzen vor dem Helikopter. Jetzt muss ich nur aufpassen. Aua, da hat mich aber richtig mies erwischt. Dass ich wieder rauskomme. Da kommen sie schon wieder, die Cops. Okay, da vorne ist eine Straßensperre. Dann fahren wir definitiv am Parkplatz. Wow, guck mal, wie viele Karren hier rumstehen von diesem... Boah, meine Motorhaube ist schon weg. Boah, wow, die Cops, ey. Habt ihr diesen Sprung gesehen? Nice. Respekt, ey. Hier sind ganz schön viele von diesen TMZ-Tour-Fahrzeugen. Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, wir sind ganz schnell weg. Da hilft nur Gas geben. Wow, nicht überschlagen. Au. Okay, okay, haben wir aber einen Griff. Einmal unter die Brücke. So, der Helikopter ist auf jeden Fall direkt hier rechts über mir. Bleiben wir ein bisschen unter der Brücke. Verstecken uns hier. Fahren wir ein Stück rückwärts. Ah, da vorne sind sie, die Cops. Ich glaube, ich fahre hier unten lang. Ah, der Heli hat mich schon wieder. Sauerei. Wow, 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 wow. Okay, alles klar, sehr gut. Viele, viele Cops, Alter, viele Cops. Da fahre ich nicht durch, ich sag's euch. Boah, ist die Karre schnell, ey. Guck mal, das sieht so ein Auto hier alt aus, ey. Obwohl das auch schon auch echt krasse Karren sind. Meine Unterbodenbeleuchtung macht auf jeden Fall noch einen guten Job. Die funktioniert noch. Oh, knapp, ey. Oh, shit, da vorne hört die Straße auf.
Vorsichtig, vorsichtig. Okay, ich würde sagen, wir cruisen einmal quer durch die Stadt. Im Vollgasmodus. Wow, Alter, ist die Karre schnell. Oh shit, die Cops direkt vor mir. Ganz übel, ey, ganz übel. Ich habe der Karre, glaube ich, ein bisschen zu viel Power gegeben. Das ist ja echt krass, ey. Also völlig übertrieben hier, wie die Karre abgeht. Ich meine, ihr habt selbst gesehen. Wow, die Cops. Ihr habt selbst gesehen. Aber ich glaube, ich weiß auch, warum ich vorhin das überstanden habe. Weil ich einen Überrollkäfig drin habe. Oh shit. Habe ich nicht nach vorne geguckt. Okay, bloß nicht stehen bleiben. Sobald ich hier irgendwo gefangen werde von den Cops, habe ich Probleme. Gebt euch mal wieder abgehen, ey. Wobei ich da habe, es wird doch mal Zeit für den Mini-Nuke. Ich glaub, oh genau, was ist denn mit meinem Car los? Weiterfahren. Das müsste ich nur mal finden, weil ich habe 3 Millionen Waffen. Da ist er. Weil ich glaube... Oh shit, weg da. Wenn ich gejagt werde, wird die Killcam nicht mehr angezeigt. 3, 2, 1. Ah shit, ging nicht die Bombe. Nein, steig aus! Ich Volltrottel. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? No! Ey, RIP, Leute. Okay, gib dich das mal, ey. Passt mal auf, ey. Wir gucken uns mal das Szenario kurz an. Wir haben direkt über uns einen Helikopter. Ist ja noch ein zweiter. Nee, ist nur einer. Die ganzen Fahrzeuge, die mich hier jagen, die FBI-Fuzzi, die steigen schon aus und drehen völlig am Rad. Guck mal, die sind alle schon völlig aggro auf mich. Aber auch das LAPD sieht echt stark aus, oder? Mach nochmal ganz kurz Tag an. Weil ich finde die Outfits auch richtig geil, so die ich hier mit installiert habe fürs LAPD. Auch die Fahrzeuge, die ich hier neu drin habe, den neuen Ford. Aber ich glaube, ich habe jetzt keine Chance mehr, Leute. Ich stehe zwar noch da, meine Karre ist da drüben, aber der Typ hier, der hat da was dagegen. Der hat definitiv was dagegen. Okay, ja, RIP. War so klar. Leute, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und wenn ihr Bock habt, gerne auch die Glocke. Ich bin draußen. Ciao, ciao. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. I'm gonna go get some more.